Come and fly away with me. Come
when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, oder
Willkommen, da wird der Chat eingeblendet. Willkommen zu Gamescom Stream Nummer 2. Zweite Gamescom Stream auf meinem Twitch-Kanal. Okay, ich bin zu hören. Müsste eigentlich, wenn jetzt nichts mehr schief läuft, alles gehen. So. Ja, Mordi, was wir mit dir nachher machen, schauen wir auch nochmal. Ich habe jetzt erst nur vor, ihr seht es hier schon das erste. Ich habe heute schon erstmal mit euch vor, ein paar Demo-Versionen zu spielen. Ein, zwei Demo-Versionen habe ich mir schon runtergenommen. Da würde ich heute mal damit anfangen, mal ein paar Let's Tests live mit euch aufnehmen. Und ja, dann schauen wir nochmal in die Arena rein. Da kann dann, wenn Modi nachher noch unbedingt will, nochmal dazukommen. Können wir uns gemeinsam noch Trailer anschauen und gemeinsam durch die Arena laufen. Mal gucken. Mal erstmal zur Eröffnung würde ich hier mit euch Behind the Frame spielen. Das schönste Bild. So heißt die Demo-Version. So heißt das Spiel. Joa. Dann würde ich mal sagen, starten wir da rein und schauen mal, wo uns dieser Stream hinführt und ja. Vieles ist möglich. Let's go. Starten wir rein ins Spiel. Silver Lining. Das ist das Entwicklerstudio. Ja, Kopfhörer. Habe ich auf. Und damit auch nochmal für YouTube. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Inglodim. Diesmal live. Live auf Twitch gerade. Zum Letztest Behind the Frame. Das schönste Bild, die Demo-Version von der Indie Arena Booth 2021 von Gamescom, der Online Gamescom. Und ja, wir schauen mal rein in dieses Spiel. Die Trailer waren mal wieder wunderhübsch. Und ja, wir pressen anywhere to start. Und starten ein neues Spiel. Oder? Wir schauen mal kurz in die Settings. Ja gut. Musik an. Das ist natürlich so eine Sache. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Und man hört die Musik und mich. Dann würde ich mal sagen, starten wir. New Game. Kapitel 1, wie es ausschaut. Ach so, sind wir jetzt ja mal. Ah, okay. The final draft of the painting. We're gonna submit that New York exhibition. Fingers crossed, I get accepted. Okay, hier haben wir die Farbgebung. Das soll gelb werden, das soll grün werden, das soll rot. Ich glaube, verschiedene Mal ein. Also das Feld soll ein gelbes Feld werden. That's also it. Hier. Ah, jetzt können wir hier pinseln. Hui! Über pinseln können wir nicht. Okay, schade. Jetzt werden wir zum Künstler hier. Ja. Oh. Oh, okay, den Rest hat sie für mich ausgemalt. Okay, das Part ist dann. Der Rest muss auch noch. Das muss auch noch gelb. Das ist hier. Das muss hier. Wir pinseln. Und das muss ja auch noch.
Wundervoll. Ups. Cover das gemacht, wie was, okay. Weiß nicht, doch, das war doch, das war ja, das war so vorgesehen. Der Grün soll die Landschaft jetzt hier werden. Der Himmel ist erstmal blau, dann fangen wir erstmal mit dem Himmel an, oder? Hier irgendwo. Ups. Don't have car, okay, nur irgendwie blau. Yellow Paint. Die können wir irgendwo blau kaufen. Tja. Das Das müssen wir ist gelb nicht. malen. Und wir haben ja. Tja. Das ja gelb machen. Ah, schade. Regradiert. Ja. Kann ich jetzt irgendwie zu blauer Farbe kommen oder? Da muss jetzt das Fenster hier, glaube ich, auch noch gelb werden. Ah, okay, jetzt habe ich's. So funktioniert das auch mit der Kunst. Das ist einfach erstmal nur mit einer Farbe malen oder die nächste Farbe holen und es ist genauso funktioniert das. Man hat nicht alle Farben offen, die man nur haben will, die man braucht, offen. Auf dem Brettchen. Also hier haben wir lila. Hier sehe ich weiß, hier sehe ich grün. Muss Musik anmachen. Schön. Als Kunstwerk, was du schon gemalt hast. Okay. How nice it would be to maybe. Okay. Versuchen wir es gar nicht erst. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ja. Die ist bei mir gerade wirklich ziemlich laut. Empty Paint Cans. Ach, das ist praktisch. Ausschalten kann man dich nicht mehr, oder? Es ist jetzt Mist. das ist jetzt, ja. Ich finde es fast ein bisschen nervig. Music Breakfast with Zoom Coffee Paint. Okay, wir brauchen blaue Farbe. Dann gelbe Farbe. Das Kaffee. Ah, frisch gemahlen. Die feine Dame. Ist
Nervigste ist das an der Musik, ist, dass da immer dass zwischendurch immer so einen kleinen so ein Ton hat, der mich der ein bisschen nach meiner Smartphone-Benachricht. Das klingt so, als hätte ich eine neue Nachricht. Ich glaube WhatsApp, meine WhatsApp-Klingeton war das. Das klingt so eine Nachricht auf WhatsApp. Meine. Genau das, dort eben habt ihr das gehört, dieses sind zwei Töne. Das hört sich dann. Hört sich an wie ein Android-Phone. Wir haben mal Kaffee. Jetzt sitzt du da den Kaffee stehen und trinkt den nicht aus. Das ist. Da werde ich hier aggressiv. du kannst doch den Kaffee jetzt nicht. Kann man den bitte trinken oder so? Das ist. Dann kannst du auch Eier machen. Machen wir es noch im Netz. Und das verstehen lassen. Nur ein Ei, okay. Okay. Das sind keine Pfannkuchen, die muss man nicht werfen. Ich hätte es aber jetzt gemacht mit dem Ei. Quatsch. Los, Ei. Kann man das rausnehmen? Das ist meine Idee. Ich will sagen, wann es fertig ist. Woran erkenne ich das hier? So, halt nicht verbrennen. Toast. Nö. Ist noch nicht fertig. Toast ist fertig. Gibt's ein Eier-Sandwich. Ja, und sonst so. Wann bist du fertig? Kaffee austrinken. Resume. Okay. Alright. Es hat nur 5 Tasten hier. Enter. Leertaste. Aha. Steuerung. Okay. Kaffee. Jetzt aber. And drink later when I paint. Bis dahin ist der Kaffee kalt. Meine Fresse. Willst du ohne blauen Farbstoff malen? Ja, nur. Ah, okay, jetzt trinkst du den Kaffee. Und dann mal einen Spanner. Sketches now. Mhm. Okay. Oh. Gucken wir uns jetzt das Bild von ihm ab, das er gemalt hat. Das ist ein Kriminell. Machen wir das ihm nach. Ich weiß nicht, ob der das so toll findet. So eine Münzzeichnung, die einfach so super radiert. Okay.
nicht, Leute. Nicht von anderen Leuten abzeichnen. Den Mann kann sie mal. Das macht Sinn. Sonst Zeichnung von ihm machen. Old painter lives across the street. Exploring landscape, oil painting. Painting constantly, always ignores me. Lives all by himself. I wonder what stories he has to tell. Katze. Da meine eine Katze dazu. Wir haben immer noch keine blaue Farbe. Generell keine Farbe. Können wir jetzt sketchen oder so? Jetzt haben wir ja schon gemalt, das brauchen wir nicht. Tja, nu. Haben wir schon gegessen. Muss noch mal machen. Farbbrüchte mal denkt. Das wäre mal eine Sache. Tja. Ja, anstelle mal ich ist es ja, hier rumzuirren. Könntest du mal anfangen. Alright. Take a break and something else first. Okay. Kaffee getrunken haben wir. Musik haben wir angemacht, Frühstück haben wir gegessen, über Zoom haben wir schon gemacht.
Raus können wir hier nicht. Tja. Nochmal das Fenster gucken. Schmier. Verdammt. Zwergi, wo ist hier? Also, Standbildschirm zurückgekehrt. Ja. Continue. Was soll man tun? Ja. Dann will ich nicht gehen. Fehlt noch ein Schlüssel, den wir hier finden müssen. Ja, bevor ihr alle einpennen, muss ich mal sagen, ja, glaube ich, nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid auf YouTube. Ja, ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein für dieses kleine Netztest. Habt dann noch einen tollen Tag. So, können wir gleich mit dem nächsten weitermachen. Mit dem nächsten Game. Ich habe hier noch einiges. Ja, wie wär's denn mit You Suck at Parking? Das wollte ich auch nochmal. Muss jetzt mal noch aktualisiert werden. Stream läuft noch. Ja, wundervoll. Spielen wir das nochmal, das Spiel. Happy Vulkan. Und damit sei gegrüßt mit ihm Zwänge, Gnome, Hobbits und Englodim zu einem neuen Let's Test Alpha Gameplay von der Indie Arena Booth 2021 online von der Gamescom 2021. Das Spiel kennt ihr vielleicht schon, weil ich das schon mal, ich glaube Summer Game Festival oder E3 war das irgendwo, wo wir das schon mal gespielt haben. Aber wir können es jetzt nochmal spielen hier. Wir spielen You Suck at Parking. Ein wunderschönes Spiel, was ich schon kenne. Ja, ich drücke einfach mal auf Play. Und
Zacken mal beim Parken. Let's go, press me to Kate. Ja, hört mein Englisch. A und D. Mal hier um die Kurve zu fahren. Slow. Ja, und hier haben wir geparkt. Sobald wir langsamer werden und aufhören, gehen wir parken. Das Ziel ist, dort unten in die Parklücke zu kommen. Nein! Ups, das ist R. Uha! Ja. Muss mal gucken, dass man irgendwie es schafft, in der Runde hinzukommen in eine Parkposition. Ach, beide müssen wir belegen. Nein! Ups. Irgendwann versperren die Autos ja auch einem den Weg. Dann wird es ja noch mal schwieriger. Ja, oder auch so. Fast. Wollen wir mal versuchen, da hochzukommen? Man kann halt nicht entschleunigen. Das ist der Witz an diesem Spiel. Zeit vor der Pulle fahren und dann die hoffen, dass man verdammt daneben ist auch vorbei richtig einparkt. Meistens sagt man aber dabei der Sound ist großartig. Ja, zwei Parkpositionen müssen wir voll kriegen. Das Limo-Level zu schaffen. Ja. Zu weit raus. Und da fällt's. Vielleicht zu hoch gepokert. Und zu weit draußen rumgefahren. Oh, ja, da wollte ich eigentlich nicht lang, aber. Na komm. Noch stehen wir nicht. Ah, doch. Jetzt stehen wir. Nein! Ja. Auf halber Strecke. Muss man natürlich auch noch um die Autos drumherum fahren. Na komm! Nur nicht weh, loslassen. Dann bleibt er stehen. Ach komm, Tank für alle. Aber wir können den anderen noch mit reinkegeln. Ich glaube, das ging auch zu den. Wenn wir jetzt hier rüberfahren, den anderen reinkegeln können. Ja, so natürlich nicht. Ja. Nun macht den Kleistermeister. Jetzt nicht mitten auf der Straße stehen bleiben. Mist. Jetzt habe ich kurz auf den Chat geguckt, ob da was passiert. Und oh nein, nichts, der daneben steht. Denn diesmal keine Begrenzung an Autos, nur Zeitlimit. Indem wir das irgendwie geschafft haben sollten. Nein, zu weit. Das wird nichts mehr.
und fahr zurück. Letzten 5 Sekunden. Da. Oh. Restart, wir versuchen es nochmal. Verdammt. Hat ja auch keiner erwartet, dass das mit dem ersten Auto. Slow. Ah, so können wir bremsen. Ja gut. Das wäre mal nützlich gewesen. Hätte ich eigentlich wissen können. Wurde mir ja gesagt. Ich habe es bloß einfach überlesen. Ja. Habe ich falsch geparkt. Also der steht da vorne im Parkplatz. Ja, so wirklich schubsen kann man die nicht, aber und mit Karo reinfährt, kann man da. Oh, sehr schön. Parkt. Das erste Mal geparkt. Schief und schräg, aber Hauptsache geparkt. Ein Wohnmobil. Wie schaffst du es? Nö. Ups. Und hops. Und dann kommt eingeparkt. Man kann auch liegend zum Einparken kommen. Und dann kommt das pinke Mobil. Das pinke Mobil. Das muss ich jetzt schaffen. Ach verdammt. Na komm. Und jetzt, ups, gerade auf zu und fast. Mit dem Reifen müssen wir, glaube ich, noch drin stehen, mit einem, so ein bisschen Hinterachse drin, reicht. Und die Schilder bleiben ja, glaube ich, auch stehen hier, die Parken verboten Schilder. Na toll, zu früh gehalten. Ach, so knapp. Na komm, wird schon sagen, was drin. Ja, sehr schön. Ach, das Orangene. Na komm. Tankfahne. Na komm, den zweiten kriegen wir doch noch irgendwie eingeparkt. Ah, da hätte ich fast einen mit reingeschubst. Das wäre es natürlich gewesen. Oh nö. Gelbes Auto. Na komm, Concentration. Ja, nice. Geparkt. Overworld unlocked. Jetzt können wir ja durch die Overworld fahren. In den Fluss rein. Das ist das nächste Level. Die Windmühle.
Müssen wir natürlich erstmal einparken, um das Einparklevel schaffen kann. So. Das sind die drei Level, die wir uns jetzt spielen können. Na dann, Stairway to Heaven. Let's go. Da ist der erste Parkplatz. Uff. Auf der Wiese geparkt. Huh. Das wäre es fast gewesen, wenn ich gebremst hätte. Ja, mit Volker auch einparken ist ja auch nicht. Und! Ah! Relativ nah. Und! Sehr schön. Parkt. Verdammt. Wir haben auch keine Autobegrenzung. Nur 9 Sekunden Zeit haben wir noch. Ich war da noch überhaupt nicht oben. Das wird ja mal nichts. Last Car, verdammt. Oh, 3 Parkplätze haben wir sogar. Ja, komm. Ein Restart sei uns gönnt. Sorry, Leute. Müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Nicht allzu viel Zeit. Zeitbegrenzung ist knapp. Das macht es schwierig. Mehr die Zeit, weil wir da oben haben wir noch ein drittes. Ich glaube, ich versuche mal ganz nach oben zu fahren, damit wir das mal wenigstens gesehen haben. Mit dem Last Car kann man dann noch eine Weile aushalten, aber ja, oder auch nicht. Next Level. Und da müssen wir parken, okay. Wie zum Henker kommen wir da rein. Oh, fast. Wäre fast ein First Try geworden. Mist. Kann man fast hinfahren und drin landen. Ja, wenn schon richtig drüber. Auch hier ist die Zeit relativ begrenzt. Oh, geparkt. Sehr schön. 5 Sekunden gibt's Bonus. Ja, dann müssen wir ein bisschen schräg hier. Um da eins parken. Jetzt bin ich fast da drüben geparkt. Muss man sie über den Berg schaffen. Das wird nix. Versucht zumindest mal da drüben einzuparken. So einen zweiten kriegen. Oh, das ist zu weit. Last Car. Oh. Na komm, ein Restart für das Level. Falsche Richtung. Okay, parken wir erstmal geradeaus dahin. Dann gucken wir uns auf das andere. Ja, fast.
Direkt nebeneinander geparkt. Die Wohnwagen nebeneinander. Müssen wir einen Schluck trinken? Die Zeit. So, na komm, das haben wir doch schon mal geschafft. Schon wieder daneben. Schon wieder ein Wohnwagen. Ach. War ich in der ersten Runde besser. Oh, da hätte ich fast hier eingeparkt. Oh. Next Level. Neben dem Wurmfeld geparkt. Oha. Auch gefährliches Parken. Oh, das ist die Windmühle. Ich glaube, diese Levels haben wir aber noch nicht gespielt. In der Summer Game Festival Demo, die wir gemacht haben. Das ist halt auch hier Neues drin. Oh ja. 10 Sekunden noch fast. 12 Sekunden war es. Na, das ist ja, das kann ja nichts werden. Stellst dich mitten in den Weg. Wow. Ja, komm, ein Restart. Ein Restart gönnen wir uns immer. Da fliegt das Auto noch. Keine Zeit verlieren. Ja, wo fliege ich denn hier mal hin? Daneben geparkt. Oder so. Den kann man auch parken. Sehr schön. Oh, hier, direkt. Das wird das letzte Car sein. Das ist es. Na komm. Ist hier noch ordentlich. Ja. Ordentlich verkacken. Tja. Ich glaube, die anderen haben wir hier noch nicht freigeschaltet. In der Gamescom, Gamescom-Demo, ja. Auch noch nicht wirklich. Ja, nur dieser Parkplatz. Ich kann noch Autoball spielen. Wie kommt man hier jetzt runter? Steht jetzt ein Auto. Wir stapeln jetzt. Oh, ein Ball. Und hat sich, ja. The bug. What's the bug? Fliegende Autos. Dann den Ball weggebackt. Und da hinten ist noch ein Parkfeld. Können wir da eventuell hin? Der Ballon. Was stand da? Das können wir freischalten, oder? Wenn wir fünf, ich glaube, fünf wir geparkt haben. Ungefähr so. Ja gut, ich würde mal sagen,
Und durch mich nach oben soll ich diesen letzten Test von Du Suck at Parking gefallen haben. Hab noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Fahrt vernünftig im Straßenverkehr und parkt auch vernünftig ein. Ja, sagt's nicht beim Parken. Lighthouse. Und ja, wir sehen uns im nächsten Let's Test. Im nächsten GameStorm kommen Let's Test auf dem Kanal wieder. Bis dahin. Haut darin, habt dann noch eine tolle Zeit. Bis dann. So. So, na dann, ich würde mal sagen, ich mache eine ganz kurze Pause. Dann sehen wir uns wieder. Ich würde sagen, in der Indie Arena. Da können wir in der Indie Arena noch ein bisschen Trailer gucken und so weiter. Ich habe noch ein paar Demos bereit, aber ja, können wir auch noch machen. Aber ich würde jetzt gleich noch erstmal in die Indie Arena gucken. Ja, kurze Pause. Bis gleich.
Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. So, willkommen zurück aus der Pause. Danke Modi für deinen Follow. Willkommen in der Gedanken-Community oder so. Ja, in die Arena. Ich warte mal auf Modi. Hab gerade ein Videocall wieder gemacht. Mensch, komm, Modi. Nee, Kamera. Out. Vielleicht kriegen wir das wieder mit Facecam hin. Jetzt sieht er den ganzen Discord-Scheiß. Ah, ich hoffe, hat nichts. Ich habe jetzt nichts dagegen. Muss mal wieder einloggen. Ja, komm, Modi. Ja, ja, Google Chrome und so. Nee, warte mal, ohne Facecam würde ich sagen. Hallo? Oh, hi, Modi. Ich höre dich. Jo, perfekt. Ich würde sagen, ohne Facecam, oder? Ja, heute. Also, meine Einstellung wäre noch da und ich kann die virtuelle Kamera sofort starten. Also. Ach, ja. Muss halt vielleicht nicht unbedingt. Also an mir soll es nicht liegen. Muss halt vielleicht nicht. Können wir am Samstag dann machen. Können wir morgen dann machen Podcast. Das hab ich auch vor. So, wo bist denn du? Ich bin gerade noch in der Lobby. Ich häng grad
ich häng grad beim Village rum. Ich muss gerade nochmal rausfinden, wie man dich laut macht, leiser macht. Ah, hier. Mhm. So, du bist nämlich zwar gleich saulaut gewesen. Okay, bei welchem Spiel steckst du gerade? Ich häng bei Lucky Tower Ultimate. Oh ja, das wollte ich auch nachher noch spielen. Im Stream. Habe ich schon mal geladen. Mein Stream wird heute erstmal daraus bestehen, dass ich mir die ganzen Trailer und so weiter angucke und ein bisschen über die Spiele rede, weil ich kenne ja ein paar davon schon. Hast du schon die... Oh, hier, das wollte ich auch noch spielen. Das ist Funk und Dingens, Funk and Drake, glaube ich. Ja, da habe ich mir den Trailer schon angeguckt. Und wie groß... Und wie hast du schon gelevelt? Level 7. Ich bin Level 28. Ich habe die ganzen Sticker, du musst einfach nur Sticker einsammeln und hast halt schon extremes. Ich weiß, das habe ich schon rausgefunden. Aber es bringt nichts, außer dass du irgendwann die Abkürzung nehmen kannst. Irgendwo stehen dann Leute rum, solche großen Bodyguards, so breite Muskelmänner, die dich erst ab Level 20 irgendwo durchlassen. Das bringt ja nichts, außer dass du vom Lake zum Forest laufen kannst, eine Abkürzung hast. Ja gut, es gibt halt eine Schnellreise, ne? Ja, ist halt eigentlich. Es ist eine nette kleine Spielerei und die Artworks sind ganz cool. Und der Cthulhu-Kopf, das Modi, ja, okay. Klar. Klar. Wenn es einen gibt, hey. So. Nach dem Schreiben kann man auch. Naja, wie Lucky letztes Tower, Jahr. Ich mal gleich. Lucky Tower, hast du den Trailer schon angeguckt? Oder? Nee, noch nicht. Der ist fantastisch. Dann würde ich sagen, machen wir ein 3, 2, 1 und dann synchron anschauen nochmal. Ups. Das klappt wohl nicht. Also bei mir läuft das schon. Nochmal raus und nochmal auf Schild klicken. Aha. 1, würde ich sagen. 3, 2, 1. I just got randomly teleported into this dark dungeon. Might as well just jump down this hole right here. Die Hintergrundmusik ist ein bisschen nervig. Ja, die ist sehr nervig, diese Krähen. I'm now protected against rain. Das finde ich super interessant, dass er einfach alles kommentiert. Those spikes look... Fists of fury! Make it rain! You're gonna catch Geld wegen. Es ist halt einfach so super dämlich. Ich mag das. Ich wusste auch gar nicht, dass das dasselbe Studio wie bei The Long. Ich habe ja Teil. Also Teil 1 habe ich ja schon gespielt auf meinem Kanal. Ja, die alten Flash Games, die waren auch super. Flash Games. Na, Teil 2 fand ich ein bisschen unoriginell. Es war ein bisschen. Es war dann ein Dorf und so, das fand ich ein bisschen zu. Am Teil 1 in dem Tower mit den verschiedenen Türen, die du auswählen konntest und dann. Ja, auf ich bin halt überrascht, dass das nicht irgendwie ein Remaster von dem ganzen Zeug ist, wie ich dachte, sondern dass es einfach ein komplett neues Spiel ist. Neues Spiel, ja. Die haben einfach ein Roguelike daraus gemacht. Oh, scheiße. Er hat sich in ein Monster verwandelt. Er ist der Typ aus The Longing geworden. Und das finde ich halt so gut. Ja, es muss auch wieder solche Türen geben, so drei Türen geben, wo wenn du durch eine durchgehst, explodiert der ganze Tower, wie wir es gerade gesehen haben. Und so. Das war das Lustige am ganzen, am ersten Teil. Ja. Also ich finde, das Spiel ist ja einfach super lustig gewesen damals. Ist fantastisch. Kann man jetzt auch mal ein bisschen Geld für ausgeben, nachdem man es kostenlos spielen durfte. Ja, natürlich, das Spiel ist halt... Als ich davon erfahren habe, ist es direkt auf die Wishlist gewandert. Wie alles eigentlich hier, bis auf bisher zwei Spiele. Dieses eine deutsche bzw. bayerische Unity-Game, das sah super seltsam aus. Dieses, also ein Spiel habe ich schon hier von Arte entdeckt, dieses, was wo Arte mitgearbeitet hat. Hast du schon gesehen? Wieder eins, weil es wieder eine ranzige App. So, ich nee, mal, oh, Just Like a Parking. Das habe ich gerade eben gespielt. Ja, die Demo ist ja schon ewig raus. Trailer brauchen wir uns davon, denke ich, nicht an. Ja, ich habe es gerade gespielt, wie gesagt. Ja. Oh, die Indie-Sträuche sind hier. Indie-Sträuche. Die sind super. Den folge ich auf Twitter. Ja, schönes Bild. Ja, das sind die. Das sind sie, ja. Ja, und da ist ein Patch. Howdy, Partner. Ich sammle Patche. Mir fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Patches. Oh, den kann ich auch mitnehmen. Cool. Hier ist noch eine Karte. Vielleicht bin ich Level 30. Ich glaube, ab Level 30 konntest du hier am Lake konntest du den Patch holen. Ich weiß nicht, es ist mir auch relativ egal, ich gehe halt hier Reihe für Reihe durch. Der Lake, das Mixed Vision und die coolen Spiele von denen.
Was haben wir hier eigentlich? Die ist ein Bitburger. Bitburger ist super präsent dieses Jahr. Er ist halt Sponsor. Also Sonority sieht interessant aus. Ich bin hier gerade am Mighty Gel habe ich jetzt hier. Wo genau? The Big Con. Oh ja, da unten war ich schon. Das ist dieses 90er-Spiel, was auf der E3 gezeigt wurde. Das sah super seltsam aus und das ist überhaupt nicht meins. Ich würde gerne noch das Spiel spielen, hier dieses mit wie... dieses Retro wurde halt, dieses Pixel-Spiel wurde halt so ein... Da ich halt nur den Trailer-Ausschnitt in meinem Twitch-Trailer jetzt drin mit dem... Ja, das eine. Wo du einen Piraten auf dem Tisch hast, der dann am Holz... Ja, ja. Level 30, ja. Okay. Also ich glaube, diese Heidelberg-Leute, die können wirklich was. Ghost in the Shore habe ich letztes Jahr schon gespielt, das war super. Ghost ja, das in war the einfach super. Meinst du, ich soll das auch nochmal spielen? Also es dürfte voll dein sein. Es ist halt so ein Walking-Simulator mit einer sehr interessanten Story. Okay. Also mit Walking-Simulator meine ich, es ist halt ein reines Story-Game. Also ich habe hier gerade noch Tom Away Demo. Das wollte ich noch, Tom Away wollte ich noch spielen. Lucky Tower wollte ich noch nachher machen. Habe ich hier noch Slender Treats. Ja, das will ich auch unbedingt das spielen. Sieht so richtig nach altem Adventure aus. Das sieht so nach Monkey Island Lake und so weiter. Das ist halt. Ich würd ja eher mit Day of the Tentacle ohne Humor vergleichen. Ja. Und dann habe ich noch das Proto Corgi fand ich noch. Also das will ich auch nochmal spielen. Das ist richtig abgespaced, das Scheiße. Das ist richtig. Hat das nicht Zombie gespielt irgendwann mal? Keine Ahnung, aber wenn du dir die Trailer, können wir den Trailer davon auch noch angucken, wenn wir den finden. Ja. Ich guck mir gerade hier das Bild von Grover an. Wie hieß das Spiel? Katamari Damashi. Kennst du das Spiel noch? So richtig. Ja. Weißt du noch das Opening hier, das Intro von Katamari Damashi, das ist ja... Ja, das als ist wärst cool. Als wärst du auf einem schlimmen Drogentrip. Das ganze Spiel, aber es ist halt so gut. Es ist halt einfach... Katamari Damashi ist großartig. Aber es ist halt einfach... Ich guck mir jetzt erst... Ich würde sagen... Grobot sieht interessant aus, oder? Ja. Willst du jetzt eine Demo spielen, oder was? Nee, ich spiele jetzt heute nichts. Ich gucke mir jetzt nur das Zeug an und schreibe mir Zeug auf. Spielen. Die Demos will ich dann morgen streamen. Ich sollte mir vielleicht auch mal eine Liste machen. Ja, ich habe mir halt einen Ablauf gemacht. Ich wollte heute die Trailer machen und das ganze Ding hier mal abchecken. Schreib mir jetzt, was wir jetzt hier finden, kann ich mir gleich mal auf die Liste schreiben. Editor öffnen. Der gute alte Editor. Was ist... Was haben wir jetzt hier schon entdeckt? Das wollte ich nachher noch spielen, damit ich es nicht vergesse. Jetzt drüben. Robot sieht sehr interessant aus. Das hat Good Parking, habe ich schon. Lucky Tower werde ich sowieso noch spielen, weil ich das schon habe. Mhm. Studio Seufz. Okay. Cool. Ja, Studio Seufz ist fantastisch. Ich liebe den. Das ist so ein Name, schöner Name. Das sind die Lucky Tower gemacht haben, oder was? Ja, das sind die von The Logging und Lucky Tower. Studio Seufz ist halt einfach ein super Name. Ja, ist es. Und die Spiele sind halt auch so interessant. Ich meine, wer macht ein Spiel, das wie lange? 187 Tage dauert? Da hat halt einfach mal jemand gedacht, was wäre das Dümmste, was man machen kann? Nee, ich meine, das super lang ist. Ich meine, bei der Namensgebung des Studios, wie wollen wir unser Studio nennen? Ja. Oh, ich habe. Okay, Studio Seufz. Ich habe noch einen Sticker. Hier, das wollte ich noch spielen. Das hier. Frank and Drake. Schau dir das ja, mal an, das sieht großartig aus. Also das Village habe ich jetzt soweit durch. Das ist voll deins. Ich war mir da unsicher. Es ist halt Visual Novel mäßig und das ist ja genau meins. Aus. Ja, deins definitiv, aber meins ist es nicht unbedingt. So Visual Novel finde ich super. So, ich muss hier nochmal gucken. Hat hier noch was? The Big Con. Ja, dieses, wie hieß denn das? Das habe ich jetzt auch noch, dieses mit Madame Brokkoli, das fand ich auch noch großartig, das müssen wir auch noch warten. Mit was? Irgendwo gibt's da ein Spiel mit hier, mit Zintenfischen und mit,
Mit einem Brokkoli. Fische, ich bin dabei. Mit einem lebenden Brokkoli als Hauptfigur, das ist, fand ich großartig. Das müssen wir nochmal finden. Super. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Observatorium. Ich denke mal, hier Ghost, warte, ich wollte mir noch Ghost und das Shore, wollte ich mir noch aufschreiben. Ja, Ghost und the Shore, das kann ich empfehlen. Das habe ich letztes Jahr schon gespielt und es ist echt interessant. Da sehe ich dich halt wieder voll. Shore. So ein richtig schönes. Ist notiert. Ding. GoBot also, ist jetzt. Nee, das sieht nicht so gut aus. Es sieht interessant aus. Ich weiß nicht, ob ich das spielen würde. Wenn es bei Epic gratis ist, würde ich sagen. Und zu Nority kann ich über. Ach, das war das. Oh Gott, das war furchtbar. Also gut, Observatorium. Ach, übrigens eine Story, die ich jetzt auch nochmal. Ja, den Stream guckt keiner zu, aber. Hast du schon wieder Entwickler kennengelernt? Eine Story, die ich erzählen wollte, nee, aber ich habe schon ein Foto dazu auf Instagram gepostet. Ich habe mir heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit ist mir in der Bahn irgendein Arschloch, irgendein Trottel ist mir so dermaßen auf dem linken Zeh gelatscht. Das tat so saumäßig weh, dass dann gleich zum hausinternen Arzt gelaufen. Da haben wir. Okay, du hast also beim Chef angerufen. Ein Idiot ist mir auf den Fuß gelatscht, ich muss zum Arzt. Nee, ich bin dann dorthin. Das ist, wir haben zum Glück ein Haus in. Wir haben. Ach so. Wir haben. Der jetzt nicht wirklich was machen kann, aber der Erste Hilfe leisten kann, wenn halt irgendjemand umkippt. Der Erste Helfer. Wir haben halt irgendwie so einen Schuldoktor ungefähr, sowas in der Art. Das ist halt. Und das ist. Und da bin ich dann hin, also ich bin dann erstmal zum Chef gegangen, hab dann gesagt, mir ist jemand auf den Fuß gelatscht, mein Fuß tut höllisch weh, dann habe ich die Socke ausgezogen, den Schuh ausgezogen und hab dann gesehen, oh ja, mein Fuß sieht unappetitlich aus. Das ist. Ja, ich habe jetzt einen fetten Verband um den Fuß und ja, kann nicht mehr laufen. Ich rate einfach mal, der Typ hatte wahrscheinlich Stahlkappenschuhe so wie an und war gewichtstechnisch vergleichbar mit dem Drachenlord, oder? So wie es sich angefühlt hat, waren da definitiv Stahlkappen im Spiel. Aber der Typ war wahrscheinlich einfach vorhin, fett, oder? Ich hab vorm Stream, ich weiß es gar nicht mehr, ich hab's gar nicht, es war einfach eng gedrückt in der Bahn, niemand guckt irgendwie hin und das ist halt einfach, das ist wahrscheinlich ihm auch aus Versehen passiert, aber es ist halt einfach. Ja, vermutlich. Es ist halt. Es ist halt einfach den Verband gepostet, also die Wunde habe ich natürlich nicht gepostet. Oh, Molly hat gelevelt. Ja. So, was haben wir denn hier? Also es sieht halt wirklich, es hat halt schön geblutet und. Ich sehe ein Huhn, ich bin begeistert. Ich hoffe jetzt, dass das da verheilt und ich habe jetzt vorm Stream noch eine Paracetamol genommen und es ist eine. Deswegen kann ich es jetzt aushalten, aber vorhin den Tag jetzt. Der ist wahrscheinlich einfach gebrochen. Nein, gebrochen ist der Fuß nicht, das haben sie schon, wurde schon festgestellt, aber. Aber es schmerzt halt unheimlich, weil es halt einfach. Der Nagel ist komplett im Eimer. Oh, es ist halt, klingt so unangenehm. Der Fuß halt, ist halt wirklich zersplittert. Ist halt wirklich. Ja. Es ist halt. Und viel Blut. Es ist halt. Das ist unangenehm. Die Schmerzen sind noch aushaltbar, aber es ist halt. Aber der Rest halt nicht. Aber gerade geht's, weil die Paracetamol noch wirkt, aber. Muss man schon die Zähne zusammenbeißen, muss man schon ein bisschen, ist schon, ja, So, jetzt haben wir hier Brief, also, wie hieß das Spiel? Breath Edge. Ich kann es eh nicht aussprechen. Okay, ich würde dann sagen, wollen wir es für den anschauen? Ja. Dann sage ich mal. Wo finde ich den? Du musst auf das Bild in dem. Spielautomaten klicken. Ah ja, hier. Sehr okay, schön. Dann würde ich sagen 3, 2, 1 und Start. Spieler aufgetreten. okay, auf YouTube gesperrt worden. Ja. Sehr schön. Von dem, was ich sehe, also ohne Ton, ist es ein
3D-Aufbauspiel mit Story. Das sieht. Ja. Erinnert so ein bisschen an dieses. Wie hieß es? Nicht No Man's Sky, das andere. Ja, keine Ahnung. Oh, ja, keine Ahnung. Kriegst du Punkte für Buttons, Enough Buttons, Push to Random, Random Button. Ja, du kannst ein Space Shuttle launchen. Space quasi. Shuttle Launch Video. Das gibt's auch hier random, das gibt's immer random Videos hier auf. Ich habe hier schon in Serien hier den, wie hieß der? Freddy Krüger war es, glaube ich, hier den in einem Zelt getroffen. Gibt's halt immer so ganz kurze random Videos hier. Ja, das ist komplett dämlich, aber es ist lustig. Okay, den Patch habe ich schon. Ich glaub, da braucht man Level 20 für, ja gut. Nehme ich noch den eben mit. Oh! Das sind Beine. Was oh, haben wir hier? Out There. Oceans of Time. Out There, Oceans of Time. Naja, oh, das ist dieses Spiel, ja. Das schreie ich mir nicht auf. Ich guck mal. Fehler aufgetreten und Trailer läuft nicht. Das habe ich aber auf Steam gesehen. Das sah nicht spaßig aus. Na, ich habe jetzt ja dieses Jahr wieder 3 Goldcards zu vergeben. Wie letztes Jahr auch. Vergebe ich ja an die 3 besten Spiele einen Preis. Aber hier finde ich gerade noch Operation so. Tango. Ja, kennt man. Hübsch. Ich nehme jetzt gerade die ganzen Sticker. Sieht Vollgas live aus. Like aus. Achso, das ist das Dorfromantik, habe ich auch schon gespielt. Ja, Moment, ich muss noch den einen Sticker mit. Na, nimm den doch mit. Cursus. So. Okay, was haben wir jetzt hier? Ich bin hier gerade bei Cursus. Ich bin jetzt bei Arcadian Atlas. Ja, das Style sieht gar nicht scheiße aus, aber. Mäßig aus. So. Arcadian Atlas, was ist ja, das da? Ja, nee. Ich weiß nicht, soll ich das mal ausprobieren? Das sieht super RPG Maker mäßig aus hier gerade. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine Demo zu gibt, aber wahrscheinlich eher nicht. Steht zumindest dran. Ach, Cursus. Cursus. Ja, ich glaube nicht. Dead Girl Destroys the Universe, ja, das ist VR. Lohnt super. Nicht wirklich. So, was haben wir hier? Operation Tango, das kennt man. Ich habe schon wieder eine Rakete gestartet. Die große Rakete dort hinten kannst du starten. Ach, Sea Raiders! Ja, das ist dieses. Das ist andere Fall Guys. Was ist? Wo bist du gerade? Bei Sea Raiders. Sea Raiders. Skate Girl Destroys the Universe. Achso, da bin ich gerade. Was machst du gerade? Ja, ich skippe gerade den Sea Raiders. Ach ja, das Sea Raiders, das habe ich schon mal irgendwie. Ja, das sieht furchtbar. Es sieht furchtbar aus, aber irgendwie hat's was. So, und Cursus. Was ist Cursus? Also ich sehe ja Twitch-Chat. Fehler aufgetreten. Ach, das ist das, ja. Dem folge ich auf, ja, nee. Auf Dings. Dem folge ich auf Twitter. Das ist nicht so cool. Ich habe jetzt Valien. Valien. Oh, Valien? Ja, das ist. Okay. Dem folge ich ebenfalls. Du folgst ja jedem. Ich folge jedem. Das stimmt. Ah, Dorfromantik, hey. Okay, Valien. Da haben die einen neuen Trailer. Sieht ein bisschen Slime-Rancher-mäßig aus. Oh, warum ist alles gesperrt? Valien, ja, das ist ein Comedy 3D Jump'n'Run. Erinnert mich an Slime-Rancher. Oh, Laborwärts. Laborwärts habe ich schon gespielt, das habe ich schon als Demo aufgenommen. Labret, ja. Labret. Das ist gut, das kannst du mal ausprobieren. Das habe ich auf der Liste empfehlen. Und ich. Cool. Ja. Also für ein Let's Play bei mir wahrscheinlich eher gut. Nicht so was, aber es ist. Fetzt. Ja, ist bestimmt ganz nett. Ich war halt irgendwann zu blöd für die Rätsel, aber. Ab einer bestimmten Stelle habe ich halt einfach gequittet. Aber ja. Ja, ich guck mir mal eben den Trailer davon an. Oh, ach, das war das hier. Tamario Freaking Diner. Das ist fantastisch. Tamarios Freaking Diner. Okay. Spiel es. Soll ich mir das mal anschauen? Gibt's davon eine Demo? Davon gibt's eine Demo, ja. Tamarino. Okay, dann muss man mal gucken. Random Death Generator, cool. Eine Zukunft ist tot. Was? Hier auf bei dem Tisch kann man. Tamar. Ich guck mal gerade hier Tamarions Falken, das hier. Kostenlose Demo.
Ja, das ist echt gut. Ich schau mir gerade den Trainer an. Es ist halt so wie 90er-Jahre-Cartoons mit Luigi's Mansion. Ach, und du Scheiße. Resident Evil. Es ist kein Horror. Sieht schlimm aus. Es ist kein Horror. Es ist super lustig. Ich weiß nicht. Ich kann's ja mal. Also meinst du, ich mochte den Vorgänger auch total. Ich pack's mal auf die Wishlist, mal schauen, ob ich das nochmal spiele. Ganz ehrlich, es sieht halt aus wie Nightmare Before Christmas. Es soll gameplay-mäßig Resident Evil mit Luigi's Mansion und Comedy sein und 90er-Jahre-Cartoons. Ja, ich weiß nicht. Es sieht halt geil aus und es war spaßig, die paar Minuten, die man spielen konnte. Mal schauen. Was wolltest du mir jetzt noch zeigen? Du hast gerade noch. Ich wollte nur sagen, dass man oben sich die Zukunft vorhersagen lassen kann und auf Random Death Generator kommt. Aha, okay. Es ist super dämlich. Wo kann man sich die Zukunft voraussagen? Hier? Genau da oben. Pick in the Crystal Ball. Jo. Yes. Random Death Generator. Randomize. You died because you bought that trick evacuation. Okay. Ich bin wegen einem Paradoxon gestorben, hey. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das werden einfach nur random Wörter sein. Okay. Ich bin Level 31. Yay. Gut. Das ist nur ein Sticker, Mann. Ja. Cool. So. Was haben wir weiteres? So, sind wir fertig mit der Village, würde ich sagen, oder? Mit Village sind wir schon hier sind durch. Wir kamen jetzt daher, sind wir hier wieder. Waren wir da hinten schon? Moment. Als nächstes, wenn wir jetzt auch weitergehen wollen, wollen wir in die Richtung, könnten wir jetzt entweder zur Farm oder wir könnten zu Scap... Ach, Murder Mystery Machine gibt's hier noch. Zu Scap Yards können wir. Als nächstes. Die Farm ist auf dann. Wir können auch auf die andere Seite... Oh, Murder Mystery Machine kannst du schon kaufen. Können wir zur Farm oder wollen wir... Ja, von mir aus. Murder Mystery Machine. Okay. Sollte ich mir das mal... Also, sieht man das eine, wie hieß das andere, was hieß das, was ich gerade gewischlistet habe? Ich hab den Namen auch schon. Tamiya da Freaking Dinner. Ich kopiere es mir gerade mal. Das Dinner-Spiel. Falls ich es nachher vergesse. Ich glaube aber, das wird dir gefallen. Du bist ja auch so ein großer Fan von diesen Murder Mystery Abendessen-Dingern. Nee. Hast du ja gesagt. Eigentlich nicht. Ich weiß, es ist halt original das. Und hier gibt es eine Umfrage. Umfrage? Niemand macht Umfragen. Okay, Scrapyard wollten wir als nächstes. Was haben wir denn? Wir wollten zur Farm gehen. Zur Farm. Wo ist die Farm? Die müsste auch in der Nähe sein, ansonsten Schnellreise. Ich mach mal Schnellreise zur Farm. Können wir dann zu Powerplant, zum Lake runtergehen. Ja. Willst du unbedingt zum Lake, oder? So. Nö, da war ich schon 5-mal. Okay. Ich bin schon in der Farm. Gut, was haben wir denn hier so schön? Defend Book Rook habe ich jetzt hier gerade. Ah, cool. Ich habe den Werwolf-Typen wieder gefunden. Ich habe mal eben den Werwolf-Typen gefunden. Ach, den Pedobär hast du gefunden. Ja, genau den. Was haben wir denn da Schönes? Wo steckst du nur? Ich bin neben dir. Terraformers. Was ist Terraformers? Könnte ein Aufbaustrategie-Ding sein. Achso, da bist du. Das ist Michi. Und der neben mir ist. Cool. Terraformers. Okay. Trailer 3-2-1 würde ich sagen. Ja. 3-2-1 und Start. Ja. Natürlich. Nice. Was auch sonst. Wie üblich. hier, das Spiel. Das Spiel sieht noch gut aus hier. Die Luvian Winds. Falls es dafür eine Demo gibt. Trailer ist auch wieder gesperrt, ist auch wieder weg. Luvian Winds. Oh, Trailer gibt es wieder mal nicht. Cool, ich bin irgendwo hingelaufen. Was kannst du? Soll ich mir das mal aufschreiben? Sieht aus wie was für dich. Ist das gerade ein Simulator, Exil, Leuchtturm bauen, ja? Ja. Sieht entspannt aus. Leuchtturm, einen Baum tust du gerade in Minecraft. Nein, das bin ich.
Defended Book, was ist Defended Book? Roguelike Tactics Board Combat, ja, okay, bin ich schon raus. Wins. Okay, können wir mal angucken. Ach, das sind die Leute, okay. Verstehe. Ja, die Spiele von denen sind immer mittelmäßig. Ich bin hier gerade bei The One Lonely Outpost. Das könnte auch, das, ich meine, das. One Lonely Outpost. Der Trailer war auch nicht schlecht. Glaube ich auch. Und es gibt einen Trailer dazu, der funktioniert. Ja, ich klicke hier noch ein bisschen in dem Ding rum. Wollen wir mal Trailer gucken? Hier, da gibt's einen Trailer, der funktioniert. Hier, auf dem Bildschirm. Cool, ja. Let's go. 3, 2, 1, Start. Ach, das war das Stardew Valley-Ding. Ja. Auf Vollbild. Ohne Vollbild, ich hab nämlich rangezoomt. ja. Ja, okay, echte Menschen. Hm. Das ist eine echt gute Grafik für ein Indie-Game, oder? ja, finde ich auch. Ich kann fast seine Barthaare sehen. Schärfer als die Realität. Full HD. Erinnerst du dich noch an diese alte Werbung? Full HD, schärfer als die Realität. Ja, genau daher kam das. Kommt das doch. Ja, ich weiß, das ist so furchtbar gewesen. Es ist halt nicht schärfer als die Realität. Viel schärfer als die Realität. Als die, als die Fernseher damit geworben haben, dass sie jetzt auf Camcorder Qualität machen können. Wir können jetzt 144p. Ihr könnt fast eure Moderatoren erkennen. Aber kriegen wir hier auch noch Gameplay oder ist das einfach nur... Ich glaube nicht. Kriegen wir noch. Ab der Hälfte etwa. Das Schöne. Und. Nein, noch nicht. Ich mag aber die Roboterkühe. Wenn die Leute, die sich bei Streamern, bei großen Streamern darüber beschweren, dass 4K denen nicht genug ist, die sollten. Wenn die wüssten, dass Fernsehen auf 100, auf 1080p läuft. Da ist Gameplay. Wenn die wüssten, dass das Fernsehen mittlerweile auf 1080p läuft. Es gibt 4K-Fernsehen. Ja, aber die wenigsten. Also normales. Die Tagesschau und so weiter. Und die Tagesschau läuft auf 1080p. Sie darf auch niemals schärfer sein. Ansonsten siehst du, dass die Moderatoren allesamt alt sind. Aber das Spiel sieht sehr sympathisch aus bisher. Oder? Ja. Was mir gefällt, du baust da anscheinend eine Stadt aus. So Aufbausimulatoren sind halt wirklich nichts für mich. Es ist halt kein, es ist halt Stardew Valley. Du levelst halt wahrscheinlich, ja, Stardew Valley Fischen, farmen, kochen. Es ist halt genau das. Wird eines Tages für Stardew Valley, wollte ich auch irgendwann mal noch spielen. Mal schauen. Ich sehe mich eher bei dem hier. Zumindest ich sehe mich erstmal. Ich will erstmal hier, wie heißt das? Wie ist das, was ich mit dir spielen wollte? Starbound. Ja, Starbound, ja. Wenn wir mit Minecraft durch sind. Du meinst in 30 Jahren? Ja. Wenn wir ein Haus fertig haben. Wenn du ein Haus fertig hast. Ich habe mein Haus schon. Kommt! Ich habe mein Haus schon. 50 Häuser. Okay, ja, das sah doch ganz nett aus. Kommt, denke ich, auf die Liste. Na, bei mir ja nicht so. Ich werde es mal ausprobieren. Mehr als schlecht sein kann es ja nicht. Riftbreaker, okay. Riftbreakers gab es das nicht auf Epic gratis schon? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube. Ich sehe auch hier keinen Trailer. Ja, die sind bei Epic, das war dieses Spiel. Es ist... Empire's Underground. Moment, das ist Ameisenspiel. Ja, sieht nach Ameisen aus. Das Ameisenspiel sah immer super interessant aus. Geht der Trailer? Der Trailer geht. Yay. Bin schon drin. So. Ach, du bist schon. Bah, okay, cool. Ist toll, wenn man Insektenphobie hat. Habe ich im echten Leben nicht. Wenn ich gerade DSA spielen würde, wäre der Trailer schwierig. And hungry. Ja, schön. Ich finde das interessant. Es gab da noch nie
Es gab, glaube ich, noch nie Echtzeitstrategie mit Ameisen. Sieht schön aus, aber ich weiß, was ich schon mal nicht spielen werde. Ja, du hast da Probleme. Ich werde das. Ich hatte schon den puren Horror hier bei dem Fliegenspiel, von dem ich immer rede, wo es dann mit diesem die Fliege hier. War das nicht ein Comedy-Spiel? Ja, es war ein künstlerisches Ding. Mach! Achso, nee, das Comedy-Ding war ja Mr. Mosquito für die PS2. Das hat so ein bisschen was von Age of Empires mit den Sekten. Ja. Sieht bestimmt hübsch aus, aber... Könnte cool sein. Ich verzichte, schreib du es dir raus. Also, Demo werde ich, denke ich, mal probieren. Falls es eine gibt. Sticker-Typ anquatschen, ja, super. Ja, ja. Cool. Da hinten ist noch ein Sticker. Hier oben gibt es ein Fernrohr. das Fernrohr ist cool. Komm mal hoch und klick mal auf das Fernrohr. Ja, ich bin dabei. Moment. Ah, Farming Simulator 2021, yay! Looks dope. Ich meine, tut es! Es ist keine Lüge. Aber es ist halt der Farming Simulator. Ja. So, dann haben wir hier bestimmt noch was Interessantes. Ich habe mal Thron, aber ja, das wird ja. Ja, das habe ich schon. Das wird gleich noch spielen. Schon angeguckt gehabt. Trailer gibt's? Ja, ich glaube, ich spiele jetzt noch ein paar Trailer und dann... Oh, ein New Patch. Okay, du willst dann einfach schon... Du willst einfach schon gehen? Also ich hole mir noch den Patch aus Blake. kann ich jetzt mit Level 30 machen. Und mach dann, das. Ich guck mir jetzt Trailer an. Und dann spiele ich noch ein, zwei Demos. Torn Away. Ja, wie gesagt. Ja. Sieht halt aus wie was für dich. Was? Torn Away sieht halt voll aus wie ein Spiel für dich. Muss mir nicht aufschreiben, das habe ich schon. Ja, das dachte ich mir. Mist. Joa. Na dann. Bin ich mal wieder Demos spielen. So, ich glaube, wir spielen mal Nucky Tower, die Demo. Da hätte ich Bock drauf. So fangen wir damit an. Auf geht's, rein da. Kopfkratz. Disclaimer, please note that this is still a very early prototype of the game. Ja. Okay, Lucky Tower. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodom zu einem neuen Let's-Test von einer Demo-Version von der Gamescom 2021 in die Arena Booth online. Und wir spielen Lucky Tower Ultimate. Ein Spiel, was es auf der Gamescom gibt. Es ist bekannt von seinen Flash-Games. Und ja, gab es kostenlos schon als Flash-Game zu spielen. Und jetzt gibt es das bald auch bei Steam zu kaufen in einer neuen Version. Nicht neu aufgesetzt, sondern also nicht nochmal die alten Flash-Games nochmal einfach geportet, sondern hier mal ein neues Spiel, ein neues Lucky Tower Game. Und ich würde mal sagen, wir spielen es einfach, wir starten mal rein. Lucky Tower war ich schon ein großer Fan von den Flash-Games. Und jetzt freue ich mich auch hier auf. Also auf geht's. Ja, Tutorial, let's go. Very early version. Hey there. Oh, yeah. I see we have a new servant among us. Get on your feet. Among show us. Me you're fit for the job. Das hätte nicht sagen sollen. Ah, okay. Und jetzt spielen wir den Nacktmolch hier. Oder was? Okay. Ah, I see walking is just your thing. How about a little dance for me? Jump. Lass mich raus. Alright, enough of that. Let's get back to work. Yay, er lässt mich raus. Attackieren. See those ugly dolls? Give them a punch-tastic makeover to make it clear they're not welcome. Mhm.
Wie machen wir das? Mit S. Oh man, the guy that made those. I'm both impressed by your initiative and furious at your free thinking. Na, raus hier. I should probably warn you that there's doors all over this tower. Let's see if you can handle them. Aha. You're looking weak. Do you even lift? You better get used to it here. Eine D können wir scrappen. Und durch geht's. Alright, you're not doing too bad. Here, I have a present for you. Check out what's inside this chest. Ein Hut. Ist ja hübsch. Diesmal können wir es so equippen. Oh man, you don't have a hat face. Hübscher Hut. Take it off. I'll bring a paper bag next time. Nö, nö. Lass uns an. Alright, we're working as a team here, and it's important to provide for your buds. Fill these bottles with our signature sewer brew and put them in these lunch boxes. Careful not to break them though, okay? Ja. Aufheben. Und ja, so nicht. So. Und hier hinstellen. Und hier muss rein in die Box. Ja, gut. Will geübt sein. Okay, das war scheinbar noch nicht nah genug. Glück spielen wir das Tutorial. Good job. Ah, sehr schön. Thirsty. Might as well take a sip of this delicate juice. Das mitnehmen. Put some treats inside of these dolls. See if you can shake them out. Uh-huh. Okay. Pick up an object. Ach so, mit D. Na, schütteln. Tower has a little bit of a bad problem lately. There just aren't enough of them. It can get pretty lonely in the tower, so it's best to try to talk to things as much as you can. Like this painting. Yeah, go ahead and try and talk to that. But don't overdo it. This ain't a conversation piece. Erstmal ein bisschen quatschen. Großartig. Oh, drei Türen. Great work. Das kommt mir bekannt vor. Through all of the training without any major injuries. Go through one of these doors and just beat up anybody that tries to get through you. Maybe one day I'll give you a promotion. Good luck. Da stand irgendwas an Werbung.
don't remember taking off any of my clothes. No matter. My strength comes from deep within. Come at me, mysteriously dangerous tower. Fists of Fury! Springt tun wir. Springt tun wir wie? Hab ich gerade schon this gemacht. This is gonna be my lucky day. Ah, mit A springen wir. Take that! Ah ja, und das kommt uns bekannt vor. Come here. Let's put this here. I gotcha. Wir sind immer noch nackt. Retreat! Alright! Come to daddy! So, na. Okay, können wir jetzt hier. Farewell. Das wird nix. Let's just take this right here. What? Don't need this anymore. Oh! I need this. Let's put this away. Jetzt hier uns, zack. Ich dachte, können wir unten durchsliden. I'll take it. Wow. Ah, sehr schön. Konnten wir tatsächlich. This tower holds no challenge for me. Okay. I feel. Das war ein Bug. Restart. At least they didn't take my haircut. It's where my strength comes from. And my beauty. Oh. What monstrous. Oh, that hurt. Oh, scheiße. It's times like this I'm very glad I spend hours every day getting in shape for the next adventure. My hair is a very delicate thing and takes ages to look right. Okay. Okay! Mützen. I'll just leave this here. Ja, gut. Payday! Submit! Uh-oh. Farewell. Wir müssen etwas gleich Starkes darauf legen. Alright, let's do this. Where's the dressing room? Hey, that's not Poca. Boo! Oh, and by the way, your last album sucked. Okay. I'd like a gift. Maybe an eye. You wanna get... Come to Papa. No. Whoa! Dann trommeln wir wieder. In Oha. A paint. Nein! Das wurden wir gegessen. I was born ready. And without clothes. Bring it on! Oh, that hurt. Womit schlagen wir noch gleich? I don't remember taking off any of my mit clothes. S. No matter. My strength comes from deep within. Come at me, mysteriously dangerous tower. Help! Please don't leave me here. Oh. Free again. Thanks, stranger. Komm hey, mit. Let's join forces. Yeah. All right. Great. Take that. Submit. Wir haben einen Freund gewonnen. Yay. Oh. Did you see that? We're not dead and getting somewhere. Nice. Hey. I know you're the greater hero. Do 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 do. Fists of Fury. Oha. Oopsie. Okie dokie, time to get pokey. But first, where's the dressing room? You're gonna catch these hands. Hooray! Verdammt.
Okie dokie, time to get pokey. But first, where's the dressing room? Das sind immer andere Räume, wo wir reingehen. Oder? Ja. Wir sind immer in den mittleren reingegangen. Hooray! Dann kommen wir wohl nicht so leicht rein. Alright! Wie kommen wir hier? Fist of Fury! Okay! Sind immer noch nackt. Wollte ich nur mal gesagt haben. Didn't I say I need to watch out? It was worth a try. Ein Besen. All right. Mal mitnehmen. Take that. Ja. I don't remember taking off any of my clothes. No matter. My strength comes from deep within. Come at me, mysteriously dangerous tower. Free again. Thanks, stranger. Can I follow you? Ja. Yes! I will follow you anywhere. So. Weiter mit dem nackten Tür. Wow, I did not see that coming. Ich schon. I don't remember taking off any of my clothes. No matter. My strength comes from deep within. Das müssen wir mitnehmen. Come at me, mysteriously dangerous tower. Ja. It's times like this I'm very glad I spend hours every day getting in shape for the next mummy. For the next mummy, was? Getting shape for the next mummy? A cold and deadly tower is just the place that I love to start my adventures in. Come to daddy. Ja gut, ich glaube, ich würde das mal bei der hier gerade mal belassen. Glaube ich, nach oben sollte ich dieses Let's Test gefallen haben. Nothing to see here. Keep moving. Ja, hab noch einen angenehmen fürstlichen Tag geschaut auf Twitch vorbei. Bin ich regelmäßig live. Lasst glaube ich nach oben, Abo, Kommentare schreiben, habe ich schon gesagt. Und Wishlisten auf Steam, wenn es euch gefällt. Und ja, haut rein. Ciao. So, dann können wir es gleich mal deinstallieren. Gewischte Liste, das ist glaube ich. Ja, und die anderen Spiele würde ich mal. Ich glaube, da spiele ich mal offline. Spiele ich out of auf Cam, meine ich. Außerhalb des Streams. Ja, ich habe es mit Modi in der Indie Arena habe ich es erwähnt. Mein Fuß tut weh. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal langsam Schluss. Es ist heute, morgen gibt es Podcasts dann. Morgen ist der nächste Gamescom Stream. Morgen gibt es dann Podcast erstmal und dann noch ein bisschen in die Arena. Und dann können wir auch noch ein paar Demos spielen. Ja, soll es für heute gewesen sein. Ich kriege noch einen Warteraum, dann wählen wir noch wohin zu jemanden und dann sehen wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. So, ab mit durch.